Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Cat. Und in diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie der Rittberger Schritt funktioniert. Für den Rittberger Schritt wäre es gut, wenn ihr einen Vorwärts-Auswärts-Dreier schon einigermaßen könnt und auch einen Rückwärts-Auswärts-Dreier sowie einen Vorwärts-Einwärts-Mohawk. Klingt viel? Ist es nicht. Kriegen wir hin. Ich zeige euch mal, wie das Ganze zusammen aussieht. Schauen wir uns einmal an, aus was der Rittberger Schritt denn eigentlich besteht. Der erste Teil ist ein Vorwärts-Auswärts-Dreier. Meine Schultern sind wieder zum Kreis gedreht. Ich mache einen Vorwärts-Auswärts-Dreier. So. Und anstatt jetzt, wie beim Dreierschritt, daneben zu setzen und einen Auslauf zu machen, setze ich daneben, Vorwärts-Auswärts-Dreier, daneben setzen und stehe jetzt in einer Rittberger Absprungposition. Ja? Daher auch der Name Rittberger Schritt. Also machen wir das nochmal in Ruhe. Wir machen einen Vorwärts-Auswärts-Dreier. Und jetzt seht ihr, ich gehe mit dem Fuß, setze ich in den Kreis, verlagere mein Gewicht auf rechts. Der linke läuft mit, rechte Schulter zurück und Nase nach hinten. Da ist meine Rittberger Absprunghaltung. Und auch die Haltung, die wir jetzt gleich brauchen, um unseren Rückwärts-Auswärts-Dreier zu machen. So, also wir haben Vorwärts-Auswärts-Dreier. Wir stellen uns auf rechts. Jetzt drehe ich leicht vor. Hopp, drehe auf vorwärts. Mache einen Mohawk-Auslauf. Ja? Dann machen wir nur in aller Ruhe den Teil 2. Nach dem Vorwärts-Auswärts-Dreier stehen wir auf rückwärts. Und jetzt drehe ich auf meinem rechten Fuß über die Hacke. Ja, das ist ganz wichtig bei allen Drehungen, die ihr von rückwärts auf vorwärts macht, dass ihr euch auf eure Fuß, auf eure Hacke stellt, auf eure Ferse. Ja, weil da könnt ihr gut drehen. Von hier auf vorwärts. Jetzt rechte Schulter zurückhalten, damit ihr nicht schleudert. Mohawk, vorwärts, einwärts Mohawk. Daneben setzen, Auslauf. Es gibt halt bei dem Rittberger Schritt diese zwei kritischen Stellen. Ja? Und die erste kritische Stelle ist eben, dass wir uns in eine saubere Rittberger Position stellen. Mit der rechten Schulter zurück. So, jetzt möchte ich natürlich drehen. Das heißt, ich löse meinen Oberkörper. Und jetzt kann ich auch vorwärts gehen. Wenn ich das gemacht habe, das ist der zweite kritische Punkt, muss ich mit der rechten Schulter jetzt zurückziehen. Weil sobald die nach vorne kommt, dreht alles weiter. Und da sehe ich halt viele, die dann das hier machen. Ja, und sofort nach vorne fallen. Um das zu vermeiden, müsst ihr eure rechte Schulter zurückhalten. Rechte Schulter zurück, vor, zurück, halten. Mohawk, aus. Und auch da ist die rechte Schulter immer noch zurück. Ja, kommen wir zum letzten wichtigen Teil, weil ich werde dann oft gefragt, ja Kat, wie komme ich denn jetzt von rückwärts wieder auf vorwärts? Das ist eine sehr gute Frage, weil ihr steht ja nun dann am Ende nach eurem Mohawk in einem Auslauf. So, rückwärts Auslauf. Ich komme jetzt aus dem Knie hoch, drehe meine Schultern, ja, gucke schon in Laufrichtung und kann jetzt ansetzen zu meinem nächsten Rittberger Schritt. Ja, aufrichten, rumdrehen, Dreier. Ja, und das ist wirklich eine super wichtige Bewegung, weil die braucht ihr in ganz, ganz vielen Situationen. Deshalb bleibt da dran, nicht verzagen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir herzlich gerne und abonniert auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal. Kommt zu einem unserer Lernevents. Wir freuen uns, euch das auch mal ganz persönlich beizubringen. Also viel Spaß beim Rittberger Schritt.